The value of color, der Wert der Farbe, den definiere ich nicht nach Geldwert. Ich habe eher ein Verständnis eines ethischen Wertesystems, wenn man so will, oder eines weltanschaulichen Wertebegriffs, den ich ins Treffen führen möchte. Für mich ist Farbe deswegen so spannend oder so interessant, weil sie sich so resistent gegen Systematisierung sperrt. Ja, alle Farbsysteme, die wir kennengelernt haben, funktionieren nur mehr oder weniger. Es gibt immer, das haben wir ja vor der Mittagspause gehört, es gibt immer sozusagen überlappende, sich teilweise auch widersprechende Farbsysteme. Und es gibt kein Farbsystem, dem es gelungen wäre, alle Phänomene, die mit dem Begriff der Farbe in Zusammenhang stehen, schlüssig zueinander in Beziehung zu setzen. Für mich ist Farbe in diesem Sinne also immer eine subversive Kraft, eine Potenz der Emanzipation, ein Wert an sich, den man früher mit dem Wort Freiheit bezeichnet hat. Etwas, was sich nicht zwingen lässt. Und ich glaube, dass man Farbe eben in diesem Sinne auch benutzen kann. Wir sollten gar nicht allzu viel Mühe drauf verwenden, Farbe in eine Systematik, in einen Standard hineinzupressen, zu versuchen, sondern als Gestalterinnen und Gestalter kann man vielleicht auch versuchen, gerade mit dieser Resistenz, mit dieser Widerborstigkeit, mit dieser Eigensinnigkeit, die Farbe in jeder ihrer Erscheinungsweisen hat, zu operieren. Das ist zumindest so mal mein Anspruch, den ich hier platzieren möchte. Und ich freue mich dann hinterher drauf, wenn wir vielleicht da weiter drüber diskutieren können. Farbe wird ganz oft, auch das haben wir schon gehört, mit Chroma, mit Chromatik, mit dem Farbton übereins geblendet. Wenn wir an Farbe denken, denken wir immer erstmal an einen Farbton, an Rot, Grün, Blau, Gelb oder sowas. Das macht natürlich auch Sinn. Der Farbton ist ein ganz entscheidender Bedeutungsträger. Also wir haben gerade eben in dem Vortrag ja viel darüber gehört, wie Farben psychologisch auf den Körper wirken. Und tatsächlich lässt sich das ja auch medizinisch messen. Es gibt spezifische körperliche Reaktionen auf bestimmte Farbtöne. Bei manchen Farbtönen werden wir müde, bei anderen Farbtönen geraten wir in Erregung. Welcher Farbton bei welchem Menschen was macht, das würde ich zu bezweifeln wagen, dass wir das pauschalisieren, dass wir das universalisieren können. Das ist vielleicht ein Punkt, den ich jetzt im Weiteren nicht ansprechen werde, aber wo ich den ganzen Tag schon so das Bedürfnis habe, das doch mal auszusprechen. Wenn wir von Farbe, von Hautfarbe, von Haarfarbe sprechen, sind wir ganz nah an den Diskursen des Rassismus, und dagegen müssen wir uns wappnen, dass wir nicht aus Versehen und voll guten Willens aus Versehen in einen rassistischen Diskurs hineingeraten und anfangen, sozusagen Menschen zu pauschalisieren oder in Schubladen zu stecken oder in Kategorien zu packen. Das ist was, wo wir echt aufpassen müssen. Denn also Rassisten, wenn man sie näher kennenlernt, sind ja auch alles ganz reizende Menschen persönlich, aber trotzdem sind die Diskurse wahnsinnig gefährlich, und gerade jetzt, ich glaube, in unserer politischen Situation müssen wir doppelt achtsam sein. Auch die subjektive Erfahrung von Farben ist beschreibbar und erklärbar. Raum und Tiefe ist an die Chromatik gebunden. Es gibt Farben, die machen einen Raum größer, es gibt Farben, die machen einen Raum enger. Das sind ganz subjektive Erfahrungswerte, die sich aber doch statistisch belegen lassen. Es gibt Farben, die uns sympathisch sind, es gibt Farben, die in uns ein Ekelgefühl erzeugen, auch das lässt sich messen und nachweisen. Es gibt Farbharmonien, es gibt Farben, die passen zusammen, es gibt Farben, die scheinen sich zu beißen. All das sind sozusagen beschreibbare Größen, aber all diese Größen sind an die Chromatik gebunden. Neben der Chromatik lassen sich noch andere Qualitäten beschreiben, die Farbe besitzt. Auf einen Aspekt, es gibt
eine Reihe und ich kenne sie auch nicht alle, aber auf einen Aspekt möchte ich im Folgenden hinweisen, der meiner Meinung nach eine gewichtige Bedeutung im Design und auch in der bildenden Kunst, vielleicht in allen kreativen Praktiken hat. Farbe ist nicht körperlos. Und wenn wir über das Verhältnis von Material und Farbe sprechen, dann tun wir so, als wäre Material eine Qualität und Farbe wäre eine andere Qualität. Aber Farbe ist Material und Material ist farbig, das ist das Gleiche. Ja? Wir können sozusagen sprachlich, analytisch das voneinander trennen. De facto aber ist es so, dass Material niemals körperlos ist, niemals gegenstandslos und selbst die Beamer-Projektion an der Wand hat sozusagen einen materiellen Gegenwert, auch wenn es vielleicht nur Licht einer bestimmten Wellenlänge ist. Farbe besteht immer aus einem Stoff, aus einer Trägersubstanz, die die Chromatik erst hervorbringt, sei dies aufgrund chemischer Eigenschaften oder aufgrund physikalischer Größen wie Lichtabsorption oder Lichtbrechung. Während chromatische Farbenlehren eine lange Tradition besitzen, die in der abendländischen Geschichte, Sie wissen das alle, bis weit in die Antike zurückreicht, ist die Wissenschaft von den Farbpigmenten, also von der Farbe des Materials, relativ jung. Natürlich mussten Gestalterinnen und Gestalter, Handwerker, Künstler, Maler immer schon sozusagen eine Technik für sich besitzen, wie man Farbe herstellt. Aber aus welchen organischen oder anorganischen Substanzen sie ihre Farbe, ihre Pigmente herstellen, wie sie diese binden und wie sie diese auf den Untergrund haften lassen können. Das war Bestandteil eines Handwerks, der seit jeher in den Werkstätten und Ateliers praktiziert wurde. Im Sinne eines modernen Begriffs von Design bekam die Farbenproduktion aber eine ganz neue Dynamik erst im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung. Hier wurde erstmals synthetische Farben entwickelt. Dabei spielte der Oranienburger Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge eine entscheidende Rolle. Hier sehen Sie ihn. Das ist eine ziemlich schrille Figur, ein cooler Typ, ein klassischer Loser. Er hat als erster die sogenannten Anilinfarben aus Kohlenteer gewonnen. Kohlenteer war damals ein Abfallprodukt für die industrielle Produktion. Also wenn man Kohle aufbereitet zu Koks, dann bleibt eine stinkende, eklige Matsche übrig, der sogenannte Kohleteer. Die Kohleförderer haben das einfach weggegossen. Das war Abfall und Runge hat sich als Chemiker, als Analytiker, analytischer Chemiker damit beschäftigt und hat unter anderem eine ganze Reihe von Farbstoffen isoliert. Die Kohle, das Geld hat jemand anders damit verdient. Die BASF kennen Sie alle, die Badische Anilin- und Soda-Fabriken. Hat ein Kollege von Runge gegründet, der ihm diese wissenschaftlichen Ergebnisse, heute könnte man sagen, geklaut hat. Damals gab es keine rechtliche Handhabe dagegen. Dieser Mann ist zu märchenhaftem Reichtum gelangt. BASF ist immer noch einer der wichtigsten Player im Farben- und im Chemie-Pharma-Wesen. Runge selber hat immer vor sich hingewurschtelt, wollte immer gerne Professor in Berlin werden, er hat seinen Lebtag nicht geschafft, von Zeit zu Zeit ist immer mal wieder sein Atelier, nicht sein Atelier, sondern sein Labor explodiert, also er ist aus dem Prekariat nie rausgekommen, aber er hat den Humor nicht verloren und er hat sich einfach mit Hilfe seiner chemischen Kenntnisse eine Flasche Wein synthetisiert und alles war wieder gut. Runge war chemischer, analytischer Chemiker. Er war übrigens auch der Erste, der das Koffein isoliert hat, also der Stoff, der im Kaffee für unsere Erregungszustände sorgt. Kein geringerer als Goethe hat ihm ein Säcklein Kaffeebohnen in die Hand gedrückt und hat gesagt, analysier mir das mal, was dieser rätselhafte Stoff ist, der mich die ganze Nacht lang durchschreiben lässt. Das finde ich toll. Runge hat es gemacht, er hat, glaube ich, 2 Wochen gebraucht, um das Koffein zu isolieren. Er hatte offensichtlich ein Händchen für diese analytischen Tätigkeiten.
Er fand also bei der Untersuchung des Kohleteers heraus, dass sich eine ganze Reihe von synthetischen Farbstoffen in dem wertlosen Abfallprodukt finden ließen, eine Goldgrube und die Grundlage der gesamten Erdölindustrie. So man könnte also auch sagen, auch die Plastikindustrie, die Kunststoffe basieren, naja, mittelbar auf Runges Erkenntnissen, indem dann andere Leute auch angefangen haben, in dem Kohlenteer rumzumanschen und zu gucken, was da vielleicht sonst noch so an attraktiven Stoffen sich drin verbirgt. In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts legte er damit die technischen Grundlagen der synthetischen Farben, die alsbald nicht nur als Massenprodukt kostengünstig in Tuben gebrauchsfertig verkauft wurden. Man muss sich vorstellen, vor Augen halten, vorher mischte sich jeder Maler, jeder Handwerker, jeder Designer seine eigenen Farben selber. Ja, das war erstens zeitaufwendig, zweitens sehr teuer und drittens hatte natürlich jeder andere Farben. Ja, also all diese Standardisierung, alle Pantone-Fächer, alle Zmück-Systeme sind ohne die synthetischen Farbstoffe nicht denkbar, weil ohne die Synthetisierung von Pigmenten sozusagen keine Standardisierung möglich war. Außerdem wurde es sehr viel billiger. Alle konnten jetzt in den Laden gehen und sich Farben kaufen. Jeder konnte malen. Kunst wurde sozusagen demokratisiert. Was bis dahin teuer, elitär und individuell war, wurde nun in industriellem Maßstab verfügbar. Und ich würde mal die steile These in den Raum stellen, der Impressionismus wäre ohne die Tubenfarbe nicht denkbar gewesen. Auch der Jugendstil, die ganze Plakatkunst, der Siebdruck und so weiter wäre ohne den synthetischen Farbstoff schlicht und einfach unmöglich. Ein besonders interessantes Detail der Geschichte synthetischer Farben, der sogenannten Anilinfarben, ist Runges Theorie des Bildungstriebs der Stoffe. Und ich gehe jetzt noch kurz auf seine Farbenchemie ein, die er publiziert hat. Er hat also nicht nur die Farben analysiert, sondern da er immer als Angestellter gearbeitet hat, war er immer in Geldnot. Er wurde nie anständig bezahlt. Alle Rechte haben immer seinem Arbeitgeber gehört, er hat nichts dran verdient. Insofern war er daran interessiert, Bücher zu publizieren. An den Büchern hat er wenigstens selber was verdient. Oben links sehen Sie dieses Buch hier ist ein sehr lukrativer Auftrag gewesen. Der König von Bayern hat ihn beauftragt, ein Chemiebuch für die bayerischen Schulen zu schreiben. Das hat er gemacht und was ganz neu und wirklich revolutionär war, er hat, als er über die Farbenchemie geschrieben hat, das allererste Mal Farben in einem Buch gezeigt. Vorher waren alle Bücher über Farbenchemie schwarz-weiß. Und sahen so aus, also auch die wissenschaftlichen Definitionen von Farbe, alle Diskurse über Farbe liefen ohne Farbe. Ja, das war völlig unsinnlich. Ja, also die Chemiker haben Farben anders definiert als die Physiker. Die Chemiker haben Substanzformeln oder molekulare Strukturen aufgezeichnet. Die Physiker haben Absorptionskurven oder Wellenlängen von Licht gemessen und in Tabellen aufgeschrieben, aber keiner hat die Farbe gezeigt. Und das war wirklich etwas Neues, also auch die Drucktechnik hat Runge auf diese Art und Weise revolutioniert, könnte man vielleicht sagen, oder erneuert oder neue Aspekte aufgebracht. Auch die Färbetechnik hat er sehr durcheinander gewirbelt, also Textilfärbung hat er mit Hilfe seiner Anilinfarben erweitert und die unteren drei Bilder sind Screenshots, sozusagen Abbildungen aus seinem dreibändigen Standardwerk, die Chemie der Farben. Das war ungefähr 80 Jahre lang, war es das Standardwerk, das auch im Chemiestudium bis nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen als Unterrichtsgrundlage galt. Auch für die analytische Chemie waren seine Techniken, die er entwickelt hat,
bis in die 70er Jahre, mein Vater ist Chemiker, und er hat gesagt, er hat das im Studium noch gelernt, mit den Techniken Runges gemacht worden, die sogenannte Chromatographie. Also das ist eine Technik, die wir auch heute Morgen gesehen haben, wer den Vortrag von Quintessenz gesehen hat, also dieses Einhängen von Papieren in eine Lösung, die sich dann langsam in das Papier hochsaugt und sozusagen im Hochsaugen chemische Reaktionen durchführt, ist sozusagen eine Analysetechnik, die Runge entwickelt hat. Also ein Tausendsasser, der nie wirklich hinreichend gewürdigt worden ist. Das hole ich jetzt hiermit nach. Der Bildungstrieb der Stoffe war ein seltsames Büchlein, das er 1855 herausgebracht hat im Selbstverlag. Er hat es selbst vorfinanziert und herausgegeben. Das Interessante jetzt am Bildungstrieb der Stoffe sind zweierlei Punkte. Das eine, er richtet sich nicht an Chemiker. Seine anderen Bücher richten sich an Chemiker oder an solche, die es werden wollen. Er schreibt dieses Buch oder widmet dieses Buch ausdrücklich an Freunde des Schönen, also heute würde man Designerinnen und Designer sagen, Zeichner, Maler, Verzierer und Zeugdrucker und solche Leute, also Menschen, die irgendwas gestalten, irgendwas machen, und er legt ihnen diese Technik ans Herz. Die funktioniert folgendermaßen: Man nimmt saugfähiges Papier, ihr habt Velin-Papier genommen, und hat eine Reihe von standardisierten Substanzen, das waren vor allen Dingen Salzlösungen, also in Wasser gelöste Salze, die er dann nach einem exakten Verfahren, das er genau beschreibt, auftropft, also immer ein Tropfen einer Lösung, dann eine Weile warten, dann eine zweite Lösung drauftropfen, dann hat sozusagen die erste Lösung hat einen kleinen Vorsprung im Papier, die zweite verfolgt sie, und die beiden Lösungen machen dann, während sie sich konzentrisch ausbreiten, Reaktionen, während sie sozusagen langsam austrocknen. Das heißt, wir haben von innen nach außen verschiedene Zustände einer chemischen Reaktion. Ja. In dem Moment, wo das Wasser verdunstet ist, ausgetrocknet ist, stoppt die chemische Reaktion, und wir können sozusagen im Papier räumlich die Struktur der Reaktion nachvollziehen und uns überlegen, was da wohl passiert sein könnte. Also das macht der Chemiker. Und er sagt, liebe Designer, überlegt euch doch mal, was man damit machen könnte. Er nennt sich selbst auch Maler ohne Pinsel. Also er versteht sich ausdrücklich als Kreativer. Ein Vorschlag, den er selber macht, er schickt einen Brief an das preußische Schatzamt und sagt, mit meiner Technik könnte man Papiergeld fälschungssicher gestalten. Ja. Solange man die Formel geheim hält, solange keiner weiß, welche Substanzen aufgetropft worden sind, sagt er, ist es vollkommen unmöglich, diese Strukturen, die so hoch detailliert sind, zu imitieren. Ja. Also selbst wenn ein Maler versucht, das irgendwie mit Aquarellfarben nachzumalen, der wäre Tage und Wochen beschäftigt und es würde trotzdem nicht so aussehen, weil, das sagt er auch, sein Verfahren keine zweidimensionale Kunst ist, sondern eine dreidimensionale, er versteht sich eigentlich als Bildhauer, weil das sozusagen im Papier geschieht und sozusagen auf der Rückseite auch nochmal eine Struktur ist, und wenn man dann das Papier auch noch gegen die Sonne hält, hat man sozusagen die Durchsicht als eine dritte Form, und es ist unmöglich, sozusagen alle drei Formen gleichzeitig zu fälschen, sozusagen man kann nur die Oberfläche fälschen, aber nicht die Tiefenstruktur. Das Schatzamt antwortet nicht mal, ein weiterer Fehlschlag in seiner Karriere. Aber das ist der Vorschlag, den Runge selbst macht. Die Designer seiner Zeit wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Er schlägt es Tapetenproduzenten vor, sagt, könnte man doch Tapeten draus machen? Keine Reaktion. Seine Theorie ist noch weitergehender, und das ist der zweite Punkt, den ich spannend finde, der Bildungstrieb der Stoffe. Hier nochmal zwei Seiten aus diesem Heft. Es gibt noch einige von den Originalexemplaren. Ich bin durch verschiedene Archive und Bibliotheken in Deutschland getourt und habe die gesucht.
und auch gefunden, ein paar zumindest. Die sehen immer noch großartig aus, fantastisch, sehr alterungsbeständig. Also die Seiten sind so ein bisschen kleiner als DIN A4. Er hat dann noch ein zweites Buch herausgegeben, das ist deutlich größer, das ist so, weiß nicht, 60 cm hoch, wo dann auch solche Exemplare drin sind. Er nennt das den Bildungstrieb der Stoffe. Und der Bildungstrieb ist ein Terminus aus der Biologie. Aus Göttingen hat er den, also gar nicht weit weg von hier, wo es darum ging, den Formtrieb der Natur zu erklären. Charles Darwin, Zeitgenosse, Evolutionstheorie, ebenfalls in den 50er Jahren erschienen, versucht sozusagen zu erklären, dass sich die Formen der Natur nicht auf sozusagen den Gestaltungswillen eines Schöpfers zurückführen lassen, sondern gewissermaßen von selbst entstanden sind, dass evolutionäre Prozesse dazu geführt haben, dass die Tiere so aussehen, wie sie aussehen, dass die Pflanzen so aussehen, wie sie aussehen, dass sich Eichenblättern von Lindenblättern unterscheiden, dass aber auch kein Eichenblatt so aussieht wie ein anderes Eichenblatt. Runge glaubte mit seinem chemischen Verfahren die Struktur oder die Kräfte, die diese Formen erzeugen, gefunden zu haben, dechiffriert zu haben. Er wusste noch nichts von Genetik, von genetischer Vererbung, das war noch nicht bekannt. Er hat die Chemie als die Kraft des Lebens verstanden. Damals war Chemie sozusagen nicht der Gegner der Biologie, sondern ihre Unterlage. Sozusagen alles Leben funktionierte chemisch, dachte man. Also muss auch die Kräfte, die den Lebewesen ihre Form geben, ja, dass Kinder ihren Eltern ähnlich sehen, aber ihnen nicht gleichen. Das musste irgendwie erklärt werden. Ja. Und er hat gesagt, das war die Chemie. Die Chemie in uns macht es, dass wir in die Form hineinwachsen, in die wir eben hineinwachsen. Und insofern war er der Meinung, hier das Geheimnis des Lebens entschlüsselt zu haben. Das hier sind keine toten Bilder. Das hier ist das Leben. So sieht Lebendigkeit aus. Lebendigkeit als abstrakte Potenz, als Kraft, als Größe. Das war sein Anspruch und er hat gesagt, Leute, damit muss doch was zu machen sein. Ja? Hört auf, Pferde zu malen und Zebras und Sonnenuntergänge und Wolken am Himmel. Hier, so sieht das Leben aus. Ja? Wir können Leben machen. Total vermessen, ja? Monströs, fanden seine Grafikerfreunde. Ihnen ist nichts eingefallen, was man damit machen könnte. Aber seine Schriftstellerkollegen, die hatten Ideen. Victor Hugo, den Sie alle kennen, als den Autor von Les Miserables und anderen, der Glöckner von Notre Dame und so weiter. Victor Hugo hatte sich gerade extrem unbeliebt gemacht, war verbannt worden auf die Kanalinsel Guernsey. Er hatte sich mit den französischen Machthabern angelegt, zum Beispiel hier mit Odillon Barrot, der Bürgermeister von Paris war und einen Aufstand niederschießen, niederknüppeln ließ, woraufhin Victor Hugo eine klexografierte Karikatur von ihm anfertigte, also es war jetzt nicht diese Karikatur, die ihn in die Verbannung gebracht hat, aber Victor Hugo hat sich immer höchst kritisch mit der politischen Macht angelegt. Er war sehr erfolgreich, dachte, sein Erfolg schützt ihn, hat er sich verrechnet, ist doch auf der Insel gelandet und hat dann auf der Insel mehrere Romane verfasst, unter anderem Les Travailleurs de la Mer, die Arbeiter des Meeres, was in der, also die Arbeiterbewegung in der Tat nicht nur im Titel hat, sondern der Meinung war, dass die Korallen so etwas wie die Arbeiterklasse im maritimen Ökosystem sei. Also tatsächlich ein politisches Programm, was da drin steckt. Und diesen Roman hat er nun mit solchen sich selbst bildenden Flecken
illustriert. Er hat keine chemischen Substanzen verwendet, das war vielleicht auf Guernsey zu schwierig zu bekommen. Er hat einfach Tusche genommen, die hatte er ja, als Tintenkleckser. Hat er sich sowieso immer mit Tusche beschäftigt. Aber ich glaube, diese Referenz oder diese Beziehung sozusagen zu dieser Topologie des Lebendigen als einer flüssigen Selbstbildung, also ein Vorgang, den ich autopoetisch nenne oder autopoetische Strategie, also die Selbstbildungskräfte der Substanz, des Materials, der Farbe, verwenden, um Formen hervorzubringen, eben nicht den Willen des Machthabers, den Willen des Künstlers, dem Material aufdrängen, das Material unterwerfen, sondern dem Material erlauben, das zu tun, was es eben tun möchte und sozusagen daraus ein Bild, eine Form, ein Produkt zu generieren. Also das war sozusagen der sozialkritische Impuls, den, behaupte ich jetzt, Victor Hugo in diesen Formationen gesehen hat. Wer sich mit den Zeichnungen von Victor Hugo auskennt, die sind großartig, fantastisch. Er hat ganz viele proto-surrealistische Techniken angewendet, sowas wie textile Abdrucke. Oder hier hat er diese Hausform hat er als Stencil, als Schablone ausgeschnitten, aufgelegt und mit dem Pinsel oder mit einer Bürste sozusagen Farbe eingerieben. Es gab in der Zeit auch noch eine Reihe weiterer Leute. Das hier ist auch sehr schön. Sie sehen hier oben die Initialen VH, Victor Hugo. Der Tintenfisch ist ein Lebewesen, das durch das Absondern von Tinte sein Überleben sichert. Victor Hugo macht dasselbe. Als Schriftsteller rettet er sich durch Tintenklecksereien vor seinen Verfolgern. Es gab eine ganze Reihe von weiteren Künstlern, die das in dieser Zeit aufgenommen haben. Wilhelm von Kaulbach war vielleicht einer der wichtigsten Künstler seiner Zeit. Ein ganz wichtiger Illustrator, der Goethe zum Beispiel, da haben wir ihn wieder, illustriert hat und der ein Kaffeeklecks-Album angelegt hat, also wo er auch diese Freiheit der Farbe als Material genutzt hat. Justinus Kerner, ein Autor, Schriftsteller aus Stuttgart, ein Schwabe, der hier Georges Sand porträtiert. Interessant ist, dass Georges Sand selber auch wiederum klexografiert hat. Also es war auch so ein soziales Medium. Man hat das dann sich gegenseitig in Briefe gesteckt und zugeschickt. Und bei geselligen Abenden hat man sich ordentlich, also keinen synthetischen, sondern richtigen Wein hinter die Binde gegossen. Das konnte auch zotig werden. Also von William Turner sind eine ganze Reihe von erotischen Bildern erhalten geblieben, die man wirklich ganz, ganz genau anschauen muss, dann sieht man sozusagen die Pornografie, die da drin steckt. Da ist der Fleck eher die Tarnung, aber hat natürlich auch was mit biologischer Reproduktion und Lebendigkeit zu tun. Das ist nicht vorbildlos, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, das überspringe ich, sondern hüpfe in einem Satz mitten in die Nazi-Zeit. Thema Rassismus, Thema Faschismus, Thema Unterdrückung. Es gab, ich muss das nicht erklären, die Doktrin der Entartung. Die Nationalsozialisten haben ziemlich schnell nach ihrer Machtergreifung 1933 durchgesetzt, dass Leute, Künstler, Grafiker, Kreative, die ihrer ästhetischen Überzeugung nicht entsprochen haben, all ihre Ämter, ihre Professorenstellen verloren haben, Berufsverbot erhalten haben, als entartet sozusagen gelabelt wurden und damit nicht mal mehr Pinsel oder Farben einkaufen gehen durften. Also das Berufsverbot war tatsächlich umfassend. Ja? Also du durftest nicht nur nicht mehr malen, du durftest nicht mehr ausstellen, du durftest keine Aufträge mehr annehmen, du durftest nicht mal zu Bösner gehen und dir eine Flasche Tinte kaufen oder so. Bösner gab es wahrscheinlich noch nicht. Oder? Das ist jetzt für die jungen Leute, damit die wissen, wovon ich rede. Es gab in Wuppertal Kurt Herberts, der Farbenfabrikant, der Ihnen bestimmt auch schon ein Begriff ist, vielleicht ja auch schon aufgetaucht ist hier, ein Menschenfreund, der zwar sozusagen als Lackproduzent Speziallacke für Flugzeuge, Panzer,
Eisenbahnen und so weiter hergestellt hat, insofern sagen vom System der Faschisten profitiert hat, andererseits aber es auch geschafft hat, in seiner Fabrik in Wuppertal Leute, die als entartet verdammt waren, heimlich aufzunehmen und mit denen gemeinsam sozusagen ein Materiallaboratorium aufzubauen, wo offiziell Materialforschung betrieben wurde, inoffiziell wurde Kunst gemacht. Und einer der Verdammten, die hier Aufnahme gefunden haben, war der Architekt Franz Krause. Schlemmer war dabei, Willi Baumeister war dabei, also eine ganze Reihe von wirklich wichtigen Leuten, die aus dem Bauhaus oder aus anderen wichtigen Hochschulen kamen, die da sozusagen heimlich weitergearbeitet haben. Und sie haben solche Techniken erfunden wie hier die Druckluftverblasung, ja, haben Farbe aufgetropft und mit einem Druckluftschlauch draufgehalten, geguckt, was passiert. Ja. In diesem Kontext entstanden auch solche Sachen wie Max Ernstens Drippings, also das, was bei Jackson Pollock nachher Dripping hieß, also ein Loch in eine Farbdose schlagen und dann die Farbdose über der am Boden liegenden Leinwand schwingen lassen. Dabei entstehen dann solche Strukturen. Sie alle kennen dann, was Jackson Pollock und der abstrakte Expressionismus nach Ende des Zweiten Weltkriegs daraus gemacht hat. Worauf ich hinweisen will, ist, das war eine dezidiert und formulierte antifaschistische Ästhetik. Hier bekommt das Pampeln mit der Farbe als Material einen politischen Auftrag, eine politische Sinnschicht. Und man kann sozusagen Jackson Pollock nicht sehen, ohne diese antifaschistische Ästhetik als Grundlage, die darunter liegt. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen die Blockstaaten, auf der einen Seite den Ostblock, auf der anderen Seite die westlichen Länder, die sozusagen gegeneinander gearbeitet haben. Im Westen das kapitalistische System, das für sich die Abstraktion als sogenannte Weltsprache, die allen Kulturen angeblich gleichermaßen zugänglich sei, wo man sozusagen frei drin ist, gegen den sozialistischen Realismus stellt, der sozusagen in so totalitären ästhetischen Sprachen verblieben ist. Dieser Anspruch, bei Baumeister, bei Schlemmer, bei Krause, aber eben auch bei Max Ernst sozusagen dezidiert politisch antifaschistisch aufgeladen war, wurde sozusagen ein bisschen verwässert oder aufgelöst, aber er trägt immer noch diese politische Aussage. Also das, was bei Runge eine biologische, eine lebensgenerierende Dimension hatte. Ja. Die Farbe als flüssiger Stoff ist lebendig, bringt Lebewesen hervor. Nicht metaphorisch gesprochen, sondern tatsächlich, real. Das sind Kreaturen, die leben. Ja. Wird im Zweiten Weltkrieg mit einer zusätzlichen Ebene, mit einer zusätzlichen Bedeutungsschicht des Kampfes gegen den Totalitarismus, des Kampfes für die Freiheit, des Kampfes für die Emanzipation, gegen die Unterdrückung aufgeladen. Und ich glaube, man kann sozusagen diese Sinnschichten, die in einer solchen Farbbehandlung, in einem solchen Umgang mit der Farbe, als einem Material, das sozusagen der Farbe ihre Eigenwilligkeit, ihre Widerspenstigkeit, ihre Unkontrollierbarkeit zugesteht, immer noch finden. Ich glaube, das ist da drin. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie könnte ich ein nächstes Antifa-Plakat gestalten, dann können Sie ein Hakenkreuz im Parkverbotsschild draufmalen. Sie können aber auch mal probieren, irgendwie Salzlösungen aufzutropfen und zu schauen, ob nicht ein ganz ähnlicher oder vielleicht sogar ein noch viel nachhaltigerer, weitertragender Effekt auftritt. Ich glaube, habe ich noch Zeit? Sie müssen mir das Mikrofon aus der Hand schlagen, sonst quassel ich weiter. Ich habe gar keins in der Hand, Sie können es ja gar nicht. Okay, dann ich springe noch mal ganz schnell in die Gegenwart und überlege mir, inwiefern generatives Design, ja, also Sie kennen diese Schlagworte, es werden bestimmte Algorithmen programmiert,
im Computer entstehen auf die Art und Weise Formen oder Texturen. Und die Gestalterinnen und Gestalter machen nicht mehr en Detail diese Textur oder die Form, sondern suchen sich sozusagen nur noch das raus, was der Computer vorschlägt. Also die kreative Arbeit der Formgebung liegt nicht mehr bei der Designerin oder beim Designer, sondern im Rechner. Und der Rechner imitiert sozusagen diesen Bildungstrieb der Stoffe, der bei Runge noch chemisch funktioniert hat. Heute, ich stelle das einfach mal so in den Raum, heute definieren wir den Bildungstrieb vielleicht nicht mehr chemisch, sondern algorithmisch oder digital. Verschiedene Beispiele, auf die ich jetzt hier nur so durchspringe, um zu zeigen, dass in allen möglichen Kunstsparten diese Formensprache existiert. Und ich zumindest kann solche Entwürfe nicht anschauen, ohne sozusagen diese politische Dimension darin zu sehen. Ich sehe immer den antifaschistischen Impuls. Ich sehe immer die erhobene Faust. Ich weiß nicht, ob Iris van Herpen sich dessen bewusst ist, aber sozusagen ich kann nicht anders. Und damit will ich vielleicht... Ja, damit ende ich mal. Sie kennen bestimmt den großartigen Song von Gnarls Barkley, Crazy, der vor, weiß nicht, 5 Jahren oder wann, oder wie lange ist es schon wieder her, rauskam. Das Video dazu sind sozusagen animierte Tintenflecken und es geht, im Song geht es darum, dass Kreative immer irgendwie ein bisschen crazy sein müssen, um etwas hervorzubringen und zu sagen, diese Craziness, diese Verrücktheit, dieses Verschobensein, das sich dem System entziehen und der Systematisierung zu entziehen, das ist, finde ich, großartig illustriert in Tintenfleck. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wunderbaren Vortrag, passt irgendwie gut in den Kontext der vorherigen Vorträge, also nein, natürlich überhaupt nicht, passt es, aber es war ein schöner Gegenpol dazu, wenn man sich überlegt, dass, ich würde Sie jetzt gerne fragen, was halten Sie von den Ideen der Systematisierung, der Standardisierung, also wir hatten ja vorher so eine Idee, auch psychologische Erkenntnisse in ein System einzubringen. Das ist ja nun eine ganz andere Welt für Sie, wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja. Also ich meine, ich finde sowas immer sehr spannend, weil also Bedeutung, Sinn entsteht immer dialektisch. Ich brauche erstmal den Versuch der Systematisierung, damit ich sozusagen das System wieder durchschießen kann. Ich brauche sozusagen das Regal, damit ich das Regal umwerfen kann oder feststellen kann, ich passe da nicht rein. Insofern finde ich das großartig, wenn sich Leute daran abschuften und ich finde es auch herrlich, wenn ich sehe, wie sie scheitern. Dann triumphiere ich und sage, ja, wusste ich, hätte ich euch vorher sagen können. Fragen von Ihnen, Fragen aus dem Publikum. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich denke, er hat eine ganze Menge gegeben, auch so was so bleibt, so an Anregungen. Von Runge kannte ich auch viele Sachen noch nicht. So Runge hört man ja immer viel mit seiner Farbkugel und diesen ganzen Dingen, aber das war eine spannende Erweiterung. Was mich interessiert, würde Ihre Meinung dazu, es ist ja immer so was Subversives natürlich in solchen Techniken, die Sie auch gezeigt haben. Die Frage ist, wann wird es dann wieder konventionell? Ja, also gewöhnen wir uns daran, wird es benutzt, wird es kommerzialisiert wie Graffiti, was wir heute kennen? Wie sieht denn das aus, wenn man das heute machen würde? Also was ist denn heute? Weil generativ hatten Sie schon angesprochen. Ist das jetzt das Gleiche quasi oder ist das irgendwie, also was ist das Subversive, was Sie heute irgendwie sehen würden? Ja, also ich versuche mal kein Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen. Übrigens, die Farbkugel ist von Philipp Otto Runge und Friedlieb Ferdinand Runge ist nicht, also ich glaube, oder sind die, ich glaube nicht, dass die verwandt sind, aber nee, I'm not sure, aber ich glaube nicht, jedenfalls nicht nahe, vielleicht im Entfernteren. Friedlieb Ferdinand Runge kannte Philipp Otto Runges Farbarbeiten, hat sie aber eben auch für zu systematisch und für zu wenig naturwissenschaftlich gehalten. ich habe gar nichts gegen das Geld verdienen. So. Ich finde das okay.
Muss ja auch irgendwie sein, ne? Die Kinder brauchen was zu essen und so. Ich finde das auch toll, dass, also das ist ja in einem kommerziellen Verwertungszusammenhang. Und das ist sozusagen innerhalb des Systems der Versuch, sozusagen sich selbst irgendwie einen Freiraum zu erarbeiten. Und der Clip selber ist auch sozusagen innerhalb einer von einem Agentursystem entstanden, das hierarchisch funktioniert. Irgendein Regisseur hat sich das ausgedacht und irgendwelche armen unterbezahlten kleinen, wie heißen die, Menschen, Designer, mussten sich dann die Finger schmutzig machen und haben Hunderte und Aberhunderte von Tintenklecksen hervorgebracht, die dann mühsam animiert werden mussten, eingescannt und so weiter. Ich glaube, es geht nicht darum, entweder bist du Sklave des Systems und dann bist du verloren, oder du bist Rebell und bist draußen und hast nichts damit zu tun. Also ich bin kein Adornit in dem Sinne, dass ich sagen würde, es kann kein Richtiges im Falschen geben. Ich glaube, sozusagen, es gibt weder richtig noch falsch. Es kommt sozusagen auf die Haltung drauf an. Und ich kann Multimilliardär werden mit einer menschenfreundlichen Idee, finde ich total in Ordnung. Ja. Ich kann natürlich auch Multimilliardär werden, indem ich Waffen verkaufe, finde ich nicht in Ordnung, oder indem ich Frauenhandel betreibe oder so. Also es geht nicht darum, was ich auf dem Konto habe, sondern es geht darum, was ich damit mache oder was das, womit ich mein Geld verdiene, macht. Das macht es natürlich mühsamer, weil sozusagen, man muss halt immer genau hingucken und man muss überlegen, was macht das Produkt, das ich da gestalte in der Welt, inwiefern verändert das das. Und eine großartige Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, war vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hatte ich eine Master-Absolventin, die im Bereich olfaktorisches Design gearbeitet hat, also mit Gerüchen gearbeitet hat, und das war eine ganz tolle Arbeit, und sie hat ein super Jobangebot gekriegt von einer Tabakfirma. Es wäre echt ein super Job gewesen, gut bezahlt und unbefristet und so weiter, wo sich jeder die Finger nachleckt. Und sie hat es dann abgelehnt. Sie hat den Job nicht angenommen. Und darum geht es, glaube ich. Also es geht nicht darum, kann sozusagen meine Forschungsarbeit von der Zigarettenindustrie dazu benutzt werden, ihre Tötungsobjekte weiter zu verkaufen. Das kann ich unter Umständen nicht verhindern. Aber ich kann mich entscheiden, ob ich mitspielen will oder nicht. So. Also ich würde empfehlen, sozusagen, schaut genau hin. Und ihr könnt nicht die Welt retten, jedenfalls nicht so einfach. Aber ihr könnt einen Impuls in die eine oder in die andere Richtung setzen. So.